Wie finde ich ein Engagement? Das ist Leon. Leon macht gerade eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Doch am Wochenende hat Leon meist noch Zeit, die er sinnvoll verbringen will. Er wünscht sich etwas Abwechslung zur Banklehre und hat Lust, andere Leute kennenzulernen. Leon fragt seine Nachbarin Barbara um Rat. Sie ist ehrenamtliche Lesepatin in einer Schule und hilft Kindern beim Lesenlernen. Sie macht das freiwillig in ihrer Freizeit, jede Woche 2 bis 3 Stunden. Sie bekommt dafür kein Geld, aber viel Lob und Anerkennung von den Kindern und auch von den Lehrerinnen und Lehrern. Ihr Engagement macht ihr großen Spaß und sie gibt Leon den Tipp, sich mal in der Freiwilligenagentur beraten zu lassen. Dort ist ihr vor einiger Zeit auch das Engagement als Lesepatin empfohlen worden. Die Freiwilligenagentur weiß, wo freiwillige Hilfe gesucht wird. Die Freiwilligenagentur hat natürlich eine Homepage. Hier gibt es bereits viele Informationen über ehrenamtliche Tätigkeitsfelder und was dabei zu beachten ist. Leon informiert sich über die Beratungszeiten und macht einen Termin aus. In der Freiwilligenagentur erwartet ihn Michaela. Michaela erklärt Leon, was freiwilliges Engagement bedeutet. Freiwillige oder Ehrenamtliche sind ohne Verpflichtung in Vereinen und Organisationen tätig, aber eben ganz freiwillig. Sie bestimmen selbst, wie viel Zeit sie für ihr Engagement aufwenden möchten und welche Themen ihnen wichtig sind. Michaela möchte, dass alle, die es wollen, ein Engagement finden, das zu ihnen passt. Dafür gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Mit Kindern Sport treiben, alte Menschen im Altenheim besuchen, in einer Umweltgruppe mitarbeiten oder einen Spieletreff im Stadtteil organisieren. Da ist es gar nicht so leicht, die richtige Wahl zu treffen. Michaela fragt Leon deshalb nach seinen Interessen und Talenten. Er erzählt, dass er viel Musik hört, gern Konzerte besucht und schnell mit Menschen in Kontakt kommt. Michaela empfiehlt ihm deshalb ein Kulturzentrum, das Unterstützung für das Veranstaltungsteam sucht. Leon kann hier gemeinsam mit anderen Film- und Musikabende organisieren und an der Abendkasse aushelfen. Er hat neue Freunde und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden. Das macht ihn glücklich. Zur Freiwilligenagentur hat Leon weiterhin Kontakt. Schließlich finden hier regelmäßig Austauschtreffen und Aktionstage statt, die ihn interessieren. Man kommt mit Menschen zusammen, die sich in anderen Themenfeldern engagieren, und tauscht Erfahrungen aus. Barbara nimmt regelmäßig an einer Fortbildung für Lern- und Lesepaten teil. Und Oliver vom Sportverein ist begeistert vom Vereinsforum, das die Freiwilligenagentur jedes Jahr organisiert. Hier bekommt er als Vorstand praktische Tipps für die Vereinsarbeit. Beim Freiwilligentag oder bei Engagement-Aktionstagen machen auch Hassan und Nele mit. Sie haben beruflich und privat viel zu tun und für ein regelmäßiges Engagement keine Zeit. Aber mal eine Wimpelkette für das nächste Stadtfest zu nähen oder das Kräuterbeet vor dem Seniorenzentrum auf Vordermann zu bringen, das geht. Auch Martha freut sich, dass es die Freiwilligenagentur gibt. Sie baut gerade eine Online-Plattform auf, um Menschen für mehr Umweltschutz zu gewinnen. Das Team der Freiwilligenagentur vermittelt ihr Kooperationspartner und weiß, wie solche Projekte gefördert werden können. Paul ist froh darüber, dass die Freiwilligenagentur regelmäßig auf vielen Kanälen über Aktuelles zum Thema Engagement informiert. Das hilft ihm bei seiner Arbeit als Sozialarbeiter in der Stadtverwaltung. Und Isabella ist dankbar, dass die Freiwilligenagentur sie unterstützt, einen Social Day für ihr Team zu organisieren. Die Freiwilligenagentur hat zu vielen Menschen in Organisationen und Vereinen, in der Politik und in der Verwaltung Kontakt. Hier werden Ideen entwickelt, wie Engagement helfen kann, Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Daraus entstehen Engagementprojekte und Veranstaltungen. Und weil das nur gemeinsam klappt, arbeitet die Freiwilligenagentur mit fast allen zusammen, denen freiwilliges Engagement wichtig ist. Du willst dich freiwillig engagieren oder suchst Unterstützung für eigene Ideen?
Dann nimm Kontakt zur Freiwilligenagentur in deiner Stadt oder in deinem Landkreis auf. Manchmal heißen sie auch Engagementzentrum oder Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Unter www.bagfa.de sind viele von ihnen aufgelistet. Deine Freiwilligenagentur freut sich auf dich.